Meine Damen und Herren, die Mahnung von Bundespräsident Carstens an die Träger kirchlicher Ämter, ihr seelsorgerisches Amt nicht zu missbrauchen, findet in den heutigen Zeitungen starke Beachtung. Bei der feierlichen Wiedereröffnung des Bremer Domes hatte Carstens kirchliche Äußerungen zur Politik kritisiert. Insbesondere hatte er vor einem Missbrauch der biblischen Bergpredigt durch kirchliche Amtsträger gewarnt. Der Kölner Stadtanzeiger führt zu dem Thema aus. Helmut Schmidt beklagte unlängst, dass protestantische Pfarrerstadt für Verkündigung und Seelsorge ihre Leidenschaft für das verwenden, was man neuerdings kritisches Hinterfragen nennt. Nun schlägt Karl Carstens ähnliche Töne an und rügt den Missbrauch des seelsorgerischen Amtes für politische Zwecke. Das ist gewiss keine konzertierte Aktion, zumal es in der Beurteilung der Kirchen als Institution deutliche Unterschiede gibt. Der Bundespräsident respektiert ihr Recht, sich zu gesellschaftlichen und politischen Fragen zu äußern. Der Kanzler sieht darin eine einseitige Beeinflussung, die auf die Dauer nicht so sein darf. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung hebt hervor, selbstverständlich haben Kirchen das Recht, wenn nicht manchmal sogar die Pflicht, zu politischen Fragen Stellung zu beziehen. Doch sollte es nicht dem privaten Ermessen einzelner Pfarrer überlassen bleiben, ob und wie weit sie namens der Kirche sich in die Tagesauseinandersetzung zum Beispiel um den NATO-Nachrüstungsbeschluss einschalten und ihn bekämpfen. Carstens mahnt und stellt klar, dass es da Grenzen der Betätigung gibt. Diese müssen auch im Interesse der Kirchen selbst beachtet werden. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir: Glückwunsch einer Dialektik, welche die Bergpredigt, die dem Pazifismus Vorschub leistende Bergpredigt, gerade noch dem einzelnen Christen zubilligt. Aber wie zackig wird doch die Linie, wenn man diese Schelte zurückverfolgt bis zur Hochwillkommenheit mancher amtskirchlichen Äußerungen, so der Altar nur nah genug am Throne war. Was ist nun eigentlich so gefährlich an der Bergpredigt? Dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden, dass wir unsere Feinde lieben sollen? Ein wirklich guter Text für Amtsträger jeglicher Couleur. Dagegen meint die Rheinische Post: Carstens hat nicht das Recht jedes Einzelnen bestritten, sich in konsequenter Anwendung des Gebots christlicher Nächstenliebe oder in Befolgung der Bergpredigt für eine bedingungslose Gewaltlosigkeit zu entscheiden, die allein durch das persönliche Beispiel friedensstiftend wirken könnte. Doch nichts ist schmerzlicher, als auch darauf verweisen zu müssen, dass wohlmeinender Pazifismus nur ein Element der Friedenssehnsucht ist, leider nicht das wirkungsvollste. Die Frankfurter Rundschau zieht dieses Resümee. Gerade weil wir grundsätzlich die Bedenken des Bundespräsidenten teilen, politische Auffassungen mit dem Anspruch auf christliche Wahrheit zu verkünden, muss, um der Glaubwürdigkeit willen, der Kreis jener, die sich angesprochen fühlen müssen, erweitert werden. Auf diejenigen, die dazu neigen, die Moralvorstellungen ihrer Kirche zum verbindlichen Gesetz für alle zu erheben, und auf die Verfasser und Verkünder von Hirtenbriefen mit kaum kaschierten politischen Empfehlungen. Die nach dem Hungerstreik-Tod des Häftlings Sigurd Debus erwartete Welle der Gewalt ist ausgeblieben, doch riss die Kette von Anschlägen auf öffentliche Einrichtungen sowie auf Banken und Kaufhäuser auch über die Osterfeiertage nicht ab. Insgesamt hielten sich Protestaktionen und Gewalttaten jedoch in Grenzen. Die Justizminister der Bundesländer mit Ausnahme von Schleswig-Holstein wollen noch in dieser Woche die Haftbedingungen für Terroristen überprüfen. In der Diskussion von Landes- und Bundespolitikern über die Grenzen von Hafterleichterungen zeichnete sich über Ostern noch keine einheitliche Haltung ab. Einheitlich abgelehnt wird jedoch die von den Terroristen geforderte Zusammenlegung zu großen Gruppen. Die Allgemeine Zeitung Mainz bemerkt dazu: Vor allem in Kreisen der Terrorsympathisanten, die über Ostern wieder Molotow-Cocktails warfen, muss der Eindruck entstehen, dass mit beharrlicher, terroristischer Energie eben doch Verbesserungen zu erreichen sind. Dies kann verheerende Folgen haben. Die Justizminister wären besser beraten gewesen, die explosive Phase verstreichen zu lassen und sich dann mit kühlem Kopf über das weitere Vorgehen zu verständigen. Dem Hamburger Abendblatt entnehmen wir dieses Zitat: Es grenzt schon an Irrsinn, wie sich die Öffentlichkeit eine Debatte aufzwingen lässt, in der ein Lügengespinst die Wahrheit umhüllt und zu erdrosseln versucht. Die Wahrheit ist, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Quälstaat. Sie lässt abgeurteilte Terroristen sich in den Gefängnishöfen sonnen, lesen, was sie wollen, Fernsehen, Tischtennis spielen und Gesprächszirkel bilden. Allein in Lübeck sind für diesen Zweck mehr als 1 Million Mark aus Steuergeldern in das Gefängnis investiert worden. Das, meine Damen und Herren, war die Presseschau.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit Kampfmaßnahmen droht die IG Metall im nordrhein-westfälischen Tarifkonflikt. Die Tarifkommission der Gewerkschaft forderte vor einer halben Stunde in Mülheim-Ruhr den Vorstand auf, für Nordrhein-Westfalen die Urabstimmung zu genehmigen und einzuleiten. Vorher soll der Vorstand feststellen, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Dies war auch schon von der Gewerkschaft im sogenannten Nordverbund gefordert worden. Über die Anträge könnte der IG Metall-Vorstand übermorgen in Frankfurt beschließen. Die Gewerkschaft hat für morgen ihre Mitglieder in verschiedenen Verwaltungsbezirken zu einem einstündigen Warnstreik aufgefordert. Sie will damit ihrer Forderung nach einem Lohnabschluss über 5% Nachdruck verleihen. In Konstanz werden heute Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Baugewerbe zu einer zweiten Schlichtungsrunde zusammentreten. Die Schlichtung wurde notwendig, nachdem die IG Bau den Ende Februar ausgehandelten Tarifvorschlag von Einkommensverbesserungen um 4% sowie eine Erhöhung des 13. Monatsgehalts abgelehnt hatte. Die ungünstigen Voraussagen zur Arbeitsmarktentwicklung haben mit dazu beigetragen, dass immer mehr Arbeitslose von Fortbildungs- und Umschulungsangeboten Gebrauch machen. Dazu ein Bericht von Hans Matthies aus Bremen. Leerstehende Werkshallen und Verwaltungsgebäude einer früheren Waggonbaufirma beherbergen jetzt dieses Bremer Berufsbildungszentrum. Die Arbeitslosen renovierten die alten Fabrikhallen selbst, bevor sie an der Werkbank ihren neuen Beruf erlernen. Gewerkschaftsbund, Bremer Arbeiterkammer und Volkshochschule sind die Träger dieser Fortbildungsstätte. Das Land Bremen leistet finanzielle Unterstützung. 423 Männer und Frauen bereiten sich auf ihren künftigen Beruf als Isoliermonteur, Schlosser, Tischler, Maurer oder Installateur vor. Hier stellen die Umschüler ihre Fähigkeit zu beruflicher Mobilität unter Beweis, die so oft bezweifelt wird. Doch aller Anfang ist schwer, besonders für Ausländer. Sein Berufsziel? Maschinenschlosser. Ja. Fällt die Umstellung schwer? Ja, ist sogar sehr schwer. In der Stadt will ich Maschinenschlosser werden. Ich bin 12 Jahre als Steward zur See gefahren und aus gesundheitlichen Gründen mache ich hier die Umschulung mit, als WKS-Isoliermonteur, um später auch wieder besser finanziell dazustehen. Wenn auch die Arbeitsämter individuelle Starthilfe geben, die Lehrgangskosten übernehmen und Unterhaltsgeld zahlen, so gibt doch jeder 10. Teilnehmer wieder auf. Trotzdem ist die bisherige Bilanz positiv. Immer mehr Arbeitslose nutzen die ihnen gebotene Chance,